Gespräch mit der Hauptanwältin von YouTube Deutschland, die also diesen Prozess, der gerade von der GEMA angestrengt worden ist, YouTube Deutschland abzuschalten. Ist wirklich so, die hatte die Anklageschrift mit 150 Seiten, weil die GEMA argumentiert, YouTube stellt Inhalte her. Darum geht es. Und das ist natürlich das ist wieder so ein altes Thema, das ist genau dasselbe letztendlich beim Mega-Upload gewesen, was ja sozusagen vom Netz genommen worden ist und bei diesen ganzen File-Sharing-Webseiten. Die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen, also jetzt auch bei den Beiträgen meiner Vorredner, wir haben es ja mit einem internationalen Phänomen zu tun. Und dann ist das große Problem, dass es eben unterschiedliche Rechtsprechungstraditionen gibt in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und andererseits aber jetzt nicht nur YouTube und Apple international tätig sind, sondern wir letztendlich als Benutzer des Internets auch. Und uns erstmal egal sein kann, ob die Musik, die ich irgendwo her habe, ob der Server in der Ukraine steht oder bei mir im Keller. Es macht erstmal sozusagen keinen Unterschied. Es macht aber natürlich einen Riesenunterschied für die Frage der Verfolgbarkeit von dem, was hier Urheberrechtsverletzung heißt. In dem Moment, insofern ist zwar natürlich der Hinweis auf die Piratenpartei gut. Die Piratenpartei hat sich letztendlich aus Pirate Bay gegründet. Die wurden auch mal, also dieser Torrent-Suchmaschine aus Schweden, die wurden irgendwann auch mal abgeschaltet. Also kam die Polizei, hat die Server sozusagen den Stecker rausgezogen. Einen Tag später waren die wieder am Netz. Das ist im Prinzip nicht zu machen so. Das ist das Problem. Das ist natürlich auch das Problem. Das wissen auch die SOPA-Leute und die ACTA-Leute. Das heißt, dann wird gesagt, ist doch besser, die Europäische Union wird tätig, als jetzt nur ein Land wie Deutschland. Also wenn ich mir den Kulturstaatsminister anhöre, das ist Wahnsinn, was der erzählt. Ja, also das ist so wie wir gegen den Rest der Welt. Das ist aber natürlich angesichts von einer dezentralen, international operierenden Technologie totaler Quatsch. Jens Brelle, woran hakt es denn am meisten? Ich würde jetzt gerne nochmal, gerade weil Sie eben auch als Anwalt tätig sind, mal wissen, so in der praktischen Alltagsarbeit, wo sind da die Konfliktfelder begraben bei den Kulturproduzenten und bei den Verwertern und Anwendern? Ich glaube, es geht in den meisten Fällen um das Bewusstsein zum Thema Urheberrecht. Nehmen wir den Beispielsfall, der jetzt auch von Reiser Kulturzeit zum Thema gemacht wurde, dass ein Komponist war es. Presseberichte aus der Süddeutschen Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1:1 auf seiner Website vervielfältigt hat. Und dagegen ist der Verlag, der Süddeutsche Zeitungsverlag, vorgegangen mit dem Instrument des Urheberrechts der Abmahnung. Und dieses Thema wurde meines Erachtens so sehr hochgekocht, obwohl ich, wenn ich ganz klar die rechtliche Position nehme, es liegt eine Urheberrechtsverletzung vor und jede Verletzungshandlung hat eine Abmahnung zur Folge. Und der Komponist, der diese Zeitungstexte online vervielfältigt hat, hätte es ja meines Erachtens auch anders lösen können. Entweder Punkt 1 die Rechte klären, beim Verlag anfragen, das wäre eine Lösungsmöglichkeit gewesen, oder zweite Lösungsvariante, ein Snippet, also eine kurze Zusammenfassung des Textes nehmen und einen Link, das ist ja das wunderbare Instrument des World Wide Web, zu setzen und dann hätte er keine rechtlichen Probleme bekommen. Also meines Erachtens fehlt es am Unrechtsbewusstsein häufig.